Erwin Huber teilgenommen bei einer kontroversen Diskussion über die Zukunft im Bayerischen Rundfunk, UKW, also analog gegenüber digital, für Puls, für ein Jugendprogramm. Wie ist denn Ihre Position, Klassik oder Jugend? Also ich bin sehr dafür, dass man ein attraktives Jugendprogramm macht. Ich bin aber auch dafür, dass man Klassik so großartig anbietet wie bisher. Und deshalb habe ich da Probleme, wenn Klassik verdrängt wird. Und ich glaube, gerade Puls als Jugendprogramm sollte mehr auf die neue Technik setzen, DAB und die Digitalisierung, und das gewohnte Klassikprogramm eher in UKW lassen. Herr Huber, Sie haben Rundfunkstaatsverträge in der Vergangenheit mitgestaltet und da ist genau jetzt die Situation, es soll ein Digitalprogramm auf UKW rückverlagert werden. Gibt es denn da aus Sicht der Gesetzgebung oder Rundfunkstaatsvertrag Probleme, die zu erwarten sind auf dem Weg in Richtung 2018, wenn der BR die Rundfunkratsentscheidung von vergangener Woche umsetzen möchte? Ja, da gibt es Rechtsprobleme, denn der 12. Rundfunkstaatsvertrag sagt eindeutig, dass die Umwandlung von digitalen Programmen in analoge nicht zulässig ist. Das ist zweimal verankert. Es steht außerdem drin, dass Landesgesetze den Rundfunkstaatsvertrag nicht ersetzen können. Also Rundfunkstaatsvertrag, der auch ratifiziert ist von allen Landesparlamenten, ist höherrangiges Recht. Und deshalb begibt sich der Bayerische Rundfunk damit auf ein sehr, sehr schwieriges juristisches Gelände. Ich befürchte, dass es da lange Prozesse dazu gibt, mit hohem Prozessrisiko für alle Beteiligten, eine unschöne Seite. Uli Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, argumentierte mit dem Generationenabriss, er müsse ja junge Generationen mit Programmen versorgen. Können Sie den Einwand nachvollziehen? Ja, den kann man schon nachvollziehen, weil die Zuhörer sowohl bei den ARD wie ZDF Fernsehanstalten, wie natürlich auch im Hörfunk, dem Öffentlich-Rechtlichen, älter werden. Der Durchschnittsalter steigt an. Und deshalb bin ich durchaus dafür, dass man ein attraktives Jugendprogramm auch macht. Würde keiner verbieten. Die Frage ist nur, wie es verbreitet wird. Und ich bin im Übrigen zusätzlich der Meinung, man sollte die Zuhörer nicht so in Sequenzen oder Kohorten einteilen. Ich mache ein Programm für die Jungen, ich mache ein Programm für die Mittleren, ich mache ein Programm für die Alten. Sondern eigentlich sollten wir dazu kommen, dass es attraktive Massenprogramme gibt in einer guten Mischung von Information, von Bildung und Unterhaltung natürlich. Ich glaube, so ein Programm ist auf die Dauer für das Miteinander der Generationen besser als eigene Spartenprogramme. Bayern hat ein duales Rundfunksystem. Neben den öffentlich-rechtlichen Programmen des Bayerischen Rundfunks gibt es Privatsender, Lokalsender, eine bunte Radiolandschaft in Bayern. Der BR sagt, Puls ist ein nicht kommerzielles Programm. Die Privatsender sagen, das kostet uns Werbeeinnahmen. Können Sie das nachvollziehen? Ja, und zwar aus folgendem Grund. Also ich bin für das duale System. Ich bin dafür, dass wir einen heftigen Wettbewerb haben, auch zwischen den Öffentlich-Rechtlichen, die ja die Beiträge bekommen, die alle Haushalte zahlen, und den Privaten. Die Frage, wie verändern sich Werbeeinnahmen? Wenn Puls werbefrei ist, möchte man ja auf den ersten Blick vermuten, also geht nichts weg vom Kuchen. Aber der Werbekuchen insgesamt wird ja heute vielfältig verteilt auf Fernsehen, auf Hörfunk, auf Zeitungen, auf das Internet. Und wer weniger Reichweite hat, wer weniger Zuhörer hat, wer weniger Adressaten der Werbung hat, der bekommt auch weniger Werbung oder kann nicht mehr so hohe Preise durchsetzen. Und deshalb ist ein Abzug von vielen jungen Hörern von dem Privaten zum Öffentlich-Rechtlichen dort ein gewaltiger Verlust und wird aus meiner Sicht auch manche Sender in Existenzgefahr bringen. Und dieses Risiko würde ich eigentlich nicht gerne eingehen.